Man sieht und nicht unschwer an den Towern hinter uns erkennen kann, sind wir in Frankfurt. Wir treffen uns aber nicht mit der Deutschen Bank oder der Commerzbank, sondern mit der VPV. Die VPV ist normalerweise in Ditzingen neben Stuttgart und ist aber auch hier vertreten mit einer Direktion. Und wir treffen jetzt den Lars-Georg Volkmann, der ist Vertriebsvorstand. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Er hat über 500 Vermittler unter sich und ich bin jetzt sehr gespannt auf das Gespräch. Ja, hallo Lars. Grüß dich, Felix. Es ist schön, dich hier in Frankfurt, in Neu-Isenburg, genauer gesagt, mal besuchen zu kommen und mit dir über deine Eindrücke der Digitalisierung im Stammvertrieb der VPV zu sprechen. Sehr gerne. Einstiegsfrage meinerseits wäre, lieber Lars, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Investments in Technologie in den nächsten ein, zwei Jahren für deinen Stammvertrieb, den du ja verantwortest? Also wir investieren dort in den Vertrieb, wo es dem Vermittler beim Kunden was bringt. Also immer beim Vermittler. Das klingt vielleicht zunächst paradox, hängt aber ganz stark damit zusammen, dass wir eben auf Menschen im Vertrieb setzen, weil wir merken, Menschen kaufen gern bei Menschen. Aber wie wichtig ist dir dann trotzdem ein digital unterstützter Vertrieb? Oder sagst du, das läuft alles noch gut, unser Jahresüberschuss hat sich ja auch in 2017 nochmal gesteigert von der Lebensversicherung. Wie wichtig ist das? Nein, natürlich ist Digitalisierung dort wichtig, wo es im Vertrieb zu Effizienzgewinnen führt. Also immer dort, wo der Vermittler viel Frequenz hat und wo er dadurch Arbeit echt ersparen kann, um effizienter beim Kunden beraten zu können, um mehr Zeit beim Kunden zu haben, um überhaupt mehr Termine machen zu können. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Wo investiert ihr rein? Wir investieren in alle administrativen Tätigkeiten, die wir dem Vermittler einerseits erleichtern können. Und wir investieren insbesondere dort, wo wir glauben, dass wir den Kunden finden. Kannst du uns ein Beispiel eines konkreten Projektes nennen, was ihr umgesetzt habt? Ich hatte über Marini Systems gelesen, vielleicht kannst du uns da kurz was zu sagen. Ja klar, wir arbeiten sehr eng mit der Universität Frankfurt zusammen, dort mit Professor Skira und einer Firma in Frankfurt, die sich Marini Media nennt. Mhm. Und mit denen haben wir eine vollautomatische Sales Cloud entwickelt. Und die setzt eben genau an diesem Thema an. Also das heißt natürlich zuerst mal Datenmanagement, das heißt Daten noch besser zu verstehen, noch mehr Daten zu bekommen, aber eben insbesondere im Internet beim Robo-Effekt Kunden also dort abzuholen, wo sie nach gewissen Schlagworten, die wir für uns als relevant erachten, suchen, die Kunden dann dort abzuholen, zu begleiten und wie man dann so schön sagt, zu nurturen, also zu entwickeln, um echte Leads für den Vertrieb zu generieren. Und wie funktioniert das? Nun, nehmen wir ein Beispiel. Wir setzen ja sehr stark auf das Thema Defino. Mhm. Wir sind die erste und einzige Ausschließlichkeit in Deutschland. Warum? Weil wir sehen, dass eine Norm aus unserer Sicht sehr stark auf Vertrauen einzahlt. Und Vertrauen ist aus unserer Sicht die wichtigste Währung in der Finanzdienstleistung. Insbesondere nach dem, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Und da setzen wir an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Kunden sehen, die im Netz nach unabhängige Finanzberatung googeln, als Beispiel. Dann poppt ein Fenster möglicherweise auf, Durchblick durch den Finanzdschungel. Dort gehe ich drauf als Kunde und da stecken dann letztendlich eine Landingpage der VPV dahinter, wo wir den Kunden über das Thema Defino informieren und dann natürlich versuchen, als Lead in unseren Vertrieb zu führen. Das heißt, ihr seht dort auch einen tatsächlichen Wettbewerbsvorteil, den ihr durch digital unterstützte Medien dort schon im Markt erlangt habt, oder ist das, sag mal, eher noch Zukunftsmusik und Testerei? Da ist sicherlich noch eine ganze Menge Testerei dabei, ganz klar. Ich glaube, wir sind dort sehr weit, nach Aussage von Fachleuten. Marini Media hat mit dieser Sales Cloud einen Award gewonnen, ja, den wir auch von der technischen Seite her, den wir hier gemeinsam erarbeitet haben. Also insofern glaube ich schon, dass wir dort technisch sehr weit sind, aber wir sehen ja, der Versicherungsvertrieb an sich verändert sich evolutionär, nicht revolutionär. Weißt du, wie häufig ihr mit euren Kunden kommuniziert im Jahr? Na gut, wir haben einen guten Blick darüber, mit welchen Kunden wir was tun, natürlich auch mit welchen nicht, das sehen wir. Und wir sehen auch, dass die Frequenz zum Beispiel durch das Thema Defino deutlich gesteigert wird. Was sind denn die Vorgaben, die ihr eurem Vertrieb gebt, wie oft sie mit einem Bestandskunden kommunizieren müssen? Wir geben in der Richtung keine Vorgaben. Wir haben eine Wunschvorstellung. Wir sagen immer in dem Privathaushalt, alles was über 24 Monate hinausgeht, also wo kein Kontakt während 24 Monaten stattfindet, dann sehen wir auch statistisch, dass die Kundenbeziehung deutlich nachlässt. Also dann kann man eigentlich nicht mehr vom Erst
Versicherer sprechen, dass wir der erste Versicherer für den Kunden sind, sondern wir wissen ja, dass der durchschnittliche Haushalt in Deutschland 3,2, 3,3 Versicherer hat in seinem Portfolio, dann ist man eben nicht führender Versicherer. Wenn es einem gelingt, im Rahmen aller 24 Monate beim Kunden zu sein, hat man gute Chancen, der führende Versicherer zu sein. Ja, das geht ja jetzt wahrscheinlich nicht nur so, wie wir das vor ein paar Jahren noch gelesen haben, dass der einzige und richtige Weg im Wohnzimmer des Kunden ist, sondern wir müssen da wahrscheinlich auch niederschwelliger mit dem Kunden kommunizieren über Messaging, über Video, über verschiedenste Collaboration-Tools. Was macht ihr da und was macht ihr noch nicht und warum nicht? Wir machen momentan noch die klassischen Wege. Elektronische Kommunikation über E-Mail, ansonsten Brief, klassisch. Was wir noch nicht machen, ist Messaging von der Firma aus. Das macht im Zweifel höchstens der Vermittler, wenn er mit seinem Kunden eine entsprechende Plattform hat. Da geben wir aber vom Unternehmensstand heute noch nichts vor. Mhm. Warum nicht? Nun, der Druck aus dem Vertrieb ist noch nicht so groß. Ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt eine der ersten Versicherer Online-Videoberatung ausprobiert, fast ein Jahr lang. Und haben sogar von unseren Top-Agenturen zurückgespiegelt bekommen, dass der Kunde dort eher überrascht, negativ überrascht war. So nach dem Motto, gestern bist du noch persönlich vorbeigekommen, bin ich dir das heute nicht mehr wert. Also wir waren da unserer Zeit vielleicht ein Stück voraus. Mhm. Ich denke schon, dass das Thema für gewisse Fragen kommen wird, nicht für alle im Versicherungsvertrieb. Wir sehen ja die großen Themen der Sozialversicherung als die wesentlichen Versicherungsfragen. Also Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Pflege und Gesundheit. Und bei diesen Themen ist immer noch wichtig, beim Privatkunden zu Hause zu sitzen. Warum? Nur dort kann ich eine seriöse, allumfassende Beratung anbieten, weil der Kunde kommt nicht in mein Büro und hat all das dabei, was ich brauche. Verstehe. Wir haben dort andere Ergebnisse, was sozusagen das Feedback der Kunden angeht. Das Argument, die Kunden wollen das nicht, das gibt es aus unserer Sicht. Zu Teilen ja, aber ungefähr 50% der Kunden wollen das und umgekehrt bieten es aber nicht 50% der Vermittler aktiv an. Das aber nur am Rande. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn wir über das Thema Messaging jetzt gerade gesprochen haben. Wir haben ja jetzt hier im Markt auch deutliche Bewegungen beim Thema WhatsApp, die eine Business-Schnittstelle gelauncht haben. Schaut ihr dort blauäugig zu, was die Vermittler dort über ihr privates WhatsApp machen? Oder ist es etwas, wo ihr sagt, da müssen wir uns als Versicherung mit einer Stammorganisation eigentlich drum kümmern, dass er das DSGVO-konform macht? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also unsere Vermittler werden in der Richtung logischerweise geschult. Wir müssen auch alle die entsprechenden Nachweise führen, dass sie die Schulung besucht haben und dass die stattgefunden hat. Sie bekommen entsprechende Leitfäden und Hilfestellungen von unserer Seite. Und wir weisen da sehr wohl darauf hin, dass sie das natürlich zu beachten haben. Ja. Das heißt, ihr empfiehlt ihnen, nicht über WhatsApp zu kommunizieren. Was ich mich oftmals frage, ist bei den großen Stammorgas, die wir in Deutschland immer noch haben, im Vergleich jetzt zu UK beispielsweise, inwiefern wir hier Veränderungen haben, bei denen der Vermittler abgehängt wird. Siehst du diese Gefahr auch? Oder, wie du eben schon gesagt hast, haben wir hier eine kontinuierliche Entwicklung und keine wirkliche Disruption? Nee, natürlich besteht die Gefahr, dass Vermittler abgehängt werden, insbesondere durch die Veränderung, die der Markt mit sich bringt. Aber die Veränderung sehe ich vor allem in dem, was auf den Vermittler alles einfließt. Also zum Beispiel von der Regulatorik, zum Beispiel durch Know-how, das wir voraussetzen müssen. Und so weiter und so fort. Natürlich auch durch technische Möglichkeiten, durch Digitalisierung, durch Informationsgewinn. Der Kunde braucht uns heute nicht mehr für die Information. Hm. Er braucht uns für was anderes. Der Kunde sucht einen Kümmerer. Filtert ihr euren Vertrieb auch im Hinblick auf technologische Fähigkeiten mittlerweile, sodass ihr sagt, wenn jemand nicht digital unterstützt arbeitet, dann wollen wir mit ihm eigentlich auch nicht mehr zusammenarbeiten? Oder sagt ihr, also wir nehmen eigentlich alle, die uns Umsatz bringen. So brutal sagen wir das natürlich nicht, aber wir haben das mehr unterschwellig eingeführt. Wir sind seit 12 Jahren mit dem elektronischen Antrag in Leben unterwegs. Also ich glaube, da haben viele noch über Digitalisierung philosophiert. Da gab es bei uns schon praktische Beispiele. Da haben wir schon auf dem Pad unterschrieben. Wir bieten manche Sparten nur noch online an. Die kann der Vermittler nur online abschließen. Wir haben zum Beispiel eine BU oder eine Vital, also eine Grundfähigkeitenversicherung, die geht nur online mit dem Risikoprüfungstool. Die Risikoprüfung läuft beim Kunden direkt online. Mhm.
Auch das Tool gibt es bei uns seit 2010, also seit 8 Jahren. Ja. Andere würden das heute als Digitalisierungserfolg verkaufen. Ja. Wie gesagt, das haben wir seit 8 Jahren im Einsatz und das Produkt kannst du nur noch so verkaufen. Aber wenn du jetzt dir deine Stammorga anschaust, ich glaube, ihr habt 550 Vermittler drin, auch im Hinblick auf die Regulatorik. Gibt es ja auch immer noch mal Diskussionen, die den Vertriebskanal vielleicht auch, den richtigen Vertriebskanal, weniger vom Kunden beeinflusst entscheiden lassen, sondern eher von Regulatorik. Wie schätzt du das ein in den nächsten 2-3 Jahren oder auch darüber hinaus? Wird die Stammorga dort ein wichtiger Vertriebskanal bleiben oder wird der eher in der Zukunft weichen im Hinblick auf das Maklergeschäft? Also grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, dahingehend einig, dass es auf jeden Fall im personengebundenen Vertrieb grundsätzlich eine entsprechende Anzahl von Vermittler geben wird, auch in der Zukunft. Ja. Ob die jetzt eher in der Ausschließlichkeit oder eher im Maklervertrieb unterwegs sind, das mag durchaus auch regulatorisch getrieben sein. Da muss man sehen, wie die Regulatorik weitergeht. Aber der Kunde, da wiederhole ich mich gern, sucht aus unserer Sicht den Kümmerer. Hm. Das kann, wie gesagt, der Makler sein, das kann der Ausschließlichkeitsvermittler sein. Aber er sucht einen Ansprechpartner, er sucht einen Reflexionspartner. Wir sehen, Menschen kaufen immer noch gern von Menschen, insbesondere wenn es um das Thema Vertrauen geht. Und man sieht ja auch in der jüngsten Zeit im Internet, es passieren durchaus dort auch Dinge, wo der Kunde über den Tisch gezogen wird, um es mal deutlich zu sagen, und nachher viel, viel schwerer jemand findet, wo er sich letztendlich wieder zu seinem Recht kommt, wo er sich irgendwelche Sachen wieder zurückverlangen kann. Die sehen wir hier im personengebundenen Vertrieb ja deutlich besser, denn hier hat er einen Ansprechpartner, auf den er zugehen kann und der sich für ihn auch kümmert. Also ich verstehe digitale Kundenkommunikation heute noch kein Must-Have. Noch kein Must-Have über die gesamte Organisation. Mhm. Ja, für den Vermittler, der es gerne möchte, den unterstützen wir, der hat auch Möglichkeiten bei uns, aber nicht über alle Vermittler und über alle Kunden. Vielen Dank, Lars. Sehr gerne.